Hallo, ich bin's, eure Arabelle. Und wie man sehen kann, befinde ich mich heute in der Kinderabteilung, denn es geht heute mal um die Jüngsten. Eltern zu sein ist ja eine wunderbare Aufgabe und macht uns meist glücklich. Aber halt auch nicht immer. Was können wir nun tun, wenn es unsere Grenzen erreicht hat, wenn die Sprösslinge nicht so tun, wie wir es gerne hätten? Ich habe mich kurz zurückgezogen hier ins Tippizelt, weil ich ein bisschen Ruhe gebraucht habe vor diesem Chaos im Kinderzimmer. Und wenn es euch ähnlich geht, dann habe ich hier ein paar Tipps, die euch vielleicht helfen können. Am besten und einfachsten funktioniert es, wenn ihr euch ganz kurz abgrenzt. Das heißt innerlich, indem ihr tief durchatmet und von 0 bis 10 zählt oder sogar auch die Augen schließt. Gut ist es auch, wenn ihr euch räumlich abgrenzt, so wie ich ganz kurz in ein Zippizelt hinein oder ins Nebenzimmer, einfach raus aus der Situation. Ein Perspektivenwechsel, dem Kind Verständnis rüberbringen, sich auf Augenhöhe mit ihm unterhalten und ihm das Gefühl geben, dass man ihn versteht. So kann man am besten herausfinden, um was es ihm eigentlich geht. Und wenn das alles nicht mehr hilft, dann am besten mit Humor. Denn dadurch bekommt die Situation eine gewisse Leichtigkeit und man findet bessere Lösungen gemeinsam mit dem Kind. Und was wir noch tun können, ist auf die eigenen Ressourcen achten. Sich eine Auszeit zu nehmen, wenn es notwendig ist und sich selber auch wichtig nehmen. Rituale, gemeinsame mit dem Kind, geben dem Kind Sicherheit und Struktur. Und Quality Time ist auch ganz, ganz wichtig. Schöne Momente mit dem Kind erleben.